Hallo Leute und herzlich willkommen zu Stellaris. Ich hatte vorgenommen, mir direkt am Release-Tag Stellaris zu zocken, wie es nur irgendwie möglich geht, so viel wie möglich. Und ich dachte mir, das nehme ich direkt auf. Ich habe viele Livestreams geguckt und kenne mich daher hoffentlich gut genug mit dem Spiel aus, sodass ich jetzt nicht wirklich tutorialmäßig hier durchgehen muss und einfach spiele. Ich habe mir schon vorab ein Space Empire erstellt. Ich habe es The Galactic Empire genannt, weil ich erst vorhatte, das Imperium aus Star Wars nachzubauen. Das hat nicht so ganz geklappt. Daher verschiebe ich das mal später, wenn Mods da sind dafür. Und habe mir gedacht, ja, ich behalte es beim Namen noch, aber verändere ein paar Sachen. Also beispielsweise haben wir diesen Charakter hier, Pierce Lang, als unseren Leader. Und hier haben wir auch gleichzeitig unsere Flagge. Ein blauer Hintergrund, das wird auch unsere primäre Farbe sein. Rot als sonstiges Wappenlogo und halt eben so etwas, was etwas wie Science aussieht, aber nicht hundertprozentig. So, also das war das Aussehen. Hier war Name, den habe ich einfach random erstellt. Der ist nicht wichtig jetzt so. Ich habe mir als Präfix allgemein für unsere Schiffe Imperial genommen, halt eben noch als Anlehnung an die beispielsweise die Sternzerstörer. Ja, und sonst allgemein als Namen, oh, Human ist ein bisschen schwachsinnig. Was sind wir denn? Wir sind Mammal, Anthropoid. Was haben wir denn hier? Das ist jetzt zu schwer auszusprechen. Ich glaube, das hier kann man gut aussprechen, ne? Ja, das kann man gut aussprechen. Gut, haben wir da sogar eine kleine Meinung. Also, ich habe mich dazu entschieden. Man hat ja 4 Punkte, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, frei. Keine Ahnung. Ich habe mich dazu entschieden, als allererstes mal Slow Learner zu machen, weil mich interessiert es nicht sonderbar, was für Attribute die ganzen speziellen Leute haben. Da habe ich noch einen extra Punkt damit mir freigeschaltet. Ich habe mir intelligent genommen, weil wir etwas auf Science weggehen werden. Und deswegen habe ich erstmal plus 10% Output mehr geholt. Dann migrieren werden wir effektiv nicht. Also interessiert es mich einfach nicht, dass die Migrationszeit 50% größer ist und Resettlement Cost halt plus 33%. Und ich habe mir gedacht, Habitabilität ein bisschen erhöhen, damit ist auch das Cap für unsere Zufriedenheit auf dem Planeten etwas erhöht, überall. Und ich denke, das ist hilfreich. Es gibt halt eben noch viele andere Sachen hier, die man hätte nehmen können, aber ich war nicht so drauf. Beispielsweise hier das mit dem Leader Lifespan. Ach ja, und noch eine Sache. Ich spiele auf Englisch, weil ich Paradox-Spiele eigentlich aus Prinzip auf Englisch spiele. Die deutsche Synchronversion ist zwar nicht sonderbar falsch, aber sie hat doch so einige Fehler und Paradox überlässt das immer der Community, dass sie das moddet. Und da das Spiel gerade eben vor ein paar Minuten erst rausgekommen ist, werde ich da nichts modden. Werde ich da keinen Mod zu finden. So. Wie gesagt, wir haben als Herrscher einen männlichen Anwärter auf unsere Spezies. Wir heißen Pierce Lang. Hier kann man ein bisschen was einstellen. Ich spiele auf einer kontinentalen Welt. Keine Ahnung. Die anderen sind mir ein bisschen zu niedrig. Die unteren kriegt man weitaus später hier als Möglichkeiten zu kolonisieren. Also bleibe ich bei den oberen. Die hier oben sind dann etwas eher zu kolonisieren und leichter. Hier haben wir zufälligerweise ausgewählt. Zufälligerweise Sonnensystem. Wir sind ein Teil dieser Art. Also bleiben wir auch dabei. Und ich habe mich dazu entschieden, dass wir militaristisch sind. Das heißt, wir brauchen unsere Allianzen zu unterhalten, kostet uns ein bisschen mehr an Influence-Punkten. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir kriegen durch Rivalitäten, die wir durchaus haben werden, 25% mehr. Und unsere Armeen sind ein bisschen besser und unsere Bevölkerung ist etwas glücklicher, wenn wir gerade im Krieg sind. Gleichzeitig sind wir auch noch mal wieder fanatische Materialisten, um nochmal den Science-Output zu erhöhen. Und dabei können wir dann folgende Government-Types, Regierungstypen, freischalten und spielen. Indirekte Demokratien, plutokratische Oligarchie, despotisches Empire, was natürlich im Prinzip passen würde, aber wir sind nun mal nicht wirklich das Imperium und nicht Palpatine. Hier sind eher die Science-Sachen, bis auf die direkte Demokratie. Die direkte Demokratie ist einfach nur ein Bonus an Core-Welten, dazu komme ich später.
Hier haben wir eine wissenschaftliche ein wissenschaftliches Diktorat. Soll einfach heißen, Wissenschaft wird etwas geboostet durch eine weitere Möglichkeit zu researchen und halt eben ein plus einen an Leadern. Das Leader-Cap ist erhöht. Und wir haben halt eben alle 40 bis 50 Jahre eine Election. Wahrscheinlich sterben die alle vorher, also es ist hier effektiv 40 bis 50. Und ich habe mich dann am Ende für despotische Hegemonie entschieden, weil einfach Research Speed und Survey Speed. Und das gefällt mir einfach. Die anderen sind halt eben hier militaristisch, aber das ist nicht so meins. So, Empire Name habe ich wie gesagt. Adjektiv ist Imperial, mir fiel halt nichts Besseres zu ein. Die Flaggen habe ich ja schon gesagt. Ich werde mit Energiewaffen spielen, weil das ist in Star Wars ja auch effektiv der Fall. Und Hyperspace Travel will ich nehmen. Wormhole Travel wird ja gesagt für Advanced Players, aber effektiv ist das nichts anderes als, man baut eine Wormhole Station und wenn man so irgendwo hin will, geht man erst zu dieser Wormhole Station und dann wird man automatisch zum anderen Ort transportiert, wo man hin will, in bestimmte Reichweite. Und wenn man dann zu einem Nachbarsystem will, muss man erst wieder zur Wormhole Station und dann dorthin. Deswegen ist das Advanced, aber das ist an sich relativ einfach. Warp Travel ist einfach nur aus jedem System, solange das in Reichweite ist, kannst du da überall hinfliegen, dauert aber etwas. Und Hyperspace Travel ist einfach deutlich schneller über Hyperspace Lanes. Das heißt, es kann sein, dass du zum Nachbarstern erstmal über drei andere Sterne herum musst. Totaler Umweg, würde kein Mensch so machen, aber gut, die Hyperspace Lanes sind halt eben nicht anders ausgelegt. So, und naja, Schifftyp soll so aussehen, finde ich gut. So, ich denke, das kann ich speichern. Und jetzt bin ich fertig damit. So, dann lass uns spielen. Ach nee, eine Sache noch. Ich hätte gerne... wir wollen nicht so ganz übertreiben. Machen wir mal 800, elliptisch. Ich möchte nicht gerne andere haben. AI Empires. Machen wir mal 20. Advanced AIs. Ja, 6 Stück ist in Ordnung. Difficulty. Normal. Normal ist normal. Allowed FDL Method, natürlich alle möglichen, wir wollen ja jetzt hier keinen Bonus holen und damit ich auch wirklich nicht cheate, für euch machen wir Iron Man Modus und spielen. Oh, mal sehen, wie viele Minuten haben wir denn verbraucht? Oh, 6 Minuten nur dafür, na ist ja gut. Okay, also, was haben wir da? In the Eons, since, in früheren Zeitaltern, als die ersten Estvani-Bevölkerungen die Landschaften auf Rattanbir verändert haben, bevölkerte unsere Zivilisation immer weiter den Planeten und wuchs immer mehr. Durch unseren... Ach, wisst ihr was? Das lese ich euch gar nicht vor. Ihr könnt das immer pausieren und übersetzen muss ich jetzt auch nicht. Ihr seid, denke ich, der englischen Sprache weit genug fähig, alle, und deswegen wollen wir mal starten, einfach. So, was haben wir dann? Also, hier haben wir unseren Planeten, Rattabil, mit noch keine Armee, das ist Spaceport Surface. Okay, wie sieht's denn so aus? Du bist ein bisschen, Adjacency Bonus. So, also, hier haben wir ein paar, Blocker, die müssen wir noch entfernen, aber ja, das ist doch in Ordnung. Wie sieht es denn mit sonst aus? 4 Dingen, 16 Max, Happiness, Building Cost ist in Ordnung. So, gut, hier haben wir unser Starport, hier haben wir unser Konstruktionsschiff und ich muss mal gerade gucken, mit der Sache starten wir. Gut, so, hier haben wir unser Konstruktionsschiff. Damit können wir dann Sachen bauen und mit unserem Science-Ship können wir Sachen gucken. So, ich bin mal Rechtsklick hier drauf, genau. Survey System. Dann werden wir erstmal unser komplettes System untersuchen. Oh, und das Konstruktionsschiff. Was kannst du denn in der Zeit bauen? Naja, eigentlich noch nichts. Muss warten. Fliegt du schon mal hier hinten hin. Ist wahrscheinlich, dass du da was findest. So. Hierüber wird übrigens unsere militärische Kraft jeweils der einzelnen Schiffe gezeigt. Und darauf kann man sich relativ gut verlassen. Bis auf den Moment, wo schon starke Schilde und Panzerung kommen, weil die kann man kontern und dann sind diese Zahlen nicht mehr ganz aussagekräftig. So, was haben wir denn hier links oben? Empire allgemein, alles was wir haben, ist jetzt nicht wichtig, können wir nicht viel machen. Kontakte hatten wir noch nicht. Ship Designer, ja, man kann seine Schiffe verbessern.
Und das ist Bestandteil einer Sache, die wir noch nicht machen können, weil wir einfach noch nichts haben. Keine Situationsberichte momentan und Technologien. So, hier haben wir Wissenschaftler, die hier sind auf speziellen Gebieten gut. Der hier beispielsweise in Partikelphysik. Der in, der hat einen anderen, der gaint einfach schneller Experience, und der ist einfach länger am Leben. Gut. So, was haben wir? Solarpanel, Power Hub, Physic Lab. Energie oder Solarpanel? Ich glaube, ich gehe auf Solarpanel, weil da kriege ich ganz viel. Research Ship. Natürlich Kolonialschiff. Auch wenn Leader Lifespan, also Leader Lifespan ist eigentlich relativ unwichtig. Weil es kostet Influence-Punkte, die immer wieder zu holen, aber das brauche ich jetzt nicht. Also entscheide ich mich eher für, trotz des Foods, für Kolonialschiffe, damit ich da vielleicht einfach weit gehen kann und mehr schon Sachen kolonialisieren kann. So, Engineer Facility, dann kriege ich eine höhere Forschung für Research-Dingens oder Batharian. Batharian. Produziert 6 Dingens. Ah. Powerplant, das klingt gut. Warum nicht? Defense Station brauche ich nicht. So 68, 68, 45. Ja, klar. Industrie. New World, so nochmal Industrie. Warum Industrie nicht unten ist, schade. So, das kann jetzt auch weg. Haben wir das? So, hier oben haben wir die ganzen Sachen. Energy Credits, das ist im Prinzip unsere Währung. Hier haben wir Minerals, damit bauen wir Sachen. Hier haben wir Influence-Punkte. Hier haben wir die Wissenschaftspunkte jeweils. Hier haben wir, wie viele strategische Ressourcen. Hier, wie viele Core Worlds wir haben können, also wie viel wir direkt kontrollieren können, die werden dann hier auch angezeigt. Alle weiteren geben uns Mali und deswegen werden die in Sektoren gefasst. Und hier, wie viele Schiffe wir denn überhaupt haben. So, und jetzt gehen wir mal hier unten rein. So, was haben wir denn hier? Also, da ist unser Planet. Wir sind da etwas von Hyperlanes abgeschnitten, muss ich sagen. Das ist wirklich ein sehr ungünstiger Start, weil zu solchen hier müssen wir hier komplett drüber jumpen. Das ist richtig schlecht für uns. Wir sind da total eingekesselt. Jeder kommt zu uns, nur wir kommen kaum weg. Wir sind da etwas begrenzt in unserer Expansion. Na gut, wenigstens braucht sich hier keiner fürchten, dass wir dahin expandieren. So, hätten wir das. Und dann wollen wir doch mal das Spiel einfach laufen lassen. So, ich denke, wir werden die Geschwindigkeit am Anfang etwas erhöhen, noch fast. Ich kann mit Leertaste immer noch pausieren? Ja, sehr schön. Oh, hier haben wir einen Asteroiden. Oh, ja, schön. Ja. Oh, da kriegen wir 3 Dingens. Nice, 3 Energy. Ich habe momentan noch nicht sonderbar, dass ich da auf den gucken muss. Aha! Deputy Overlord, da ist jetzt unser neuer Erbe. Okay. Damit. Offensichtlich gibt es ja nichts Tolles. Toxische Welt. Oh. Ach komm! So, irgendwas finden. Hier, da gibt's Energy. Ich will da Minerals haben. Was? Wie habe ich extra auch noch den schlechtesten Start überhaupt gekriegt? Das ist jetzt ein Scherz. Das gibt's doch nicht. Na gut. Weil eine Mining Station. Gibt's aber oben nicht mal was. Nichts! Das ist schlimm. Das ist schlimm. Oh, aber wir können ja schon mal mit unserer Taskforce in benachbarte Systeme eindringen. Gehen wir doch mal hier hin. Und dank Hyperlane können wir einfach direkt hier aus dem Start heraus gehen. Wir sind weg. Und sind jetzt ja schon hier hin. So. Okay, offensichtlich ist hier nichts Interessantes. Gehen wir weiter. So, ich werde das mal auf Fleet Stand evasive machen, weil ich will nicht, dass sie unbedingt da bleiben. So, dann will ich dahin. Dann gehst du dahin, dann da, dann da. Dann da. Und dann gehst du wieder zurück. Oh, hier haben wir eine Welt. Was ist denn das für eine?
Das ist eine kontinentale Welt. Ja, sehr schön. Da werden wir doch direkt nachher siedeln. Haben wir hier irgendwas? So, jetzt direkt nicht. Na gut. Fleet Order finished. So, dann werden wir passieren. So, was haben wir denn noch hier gefunden? Och, komm. Ja, welche Fleet denn? Ach, das. Ja. Wir sind miningmäßig ja jetzt schon hier unterwegs. Mal gucken, hier was. Ich wette dich. System Survey complete. Ah, natürlich. Energy. Immer Energy. Mann. Oh, gut, machen wir das so. So, du bist fertig. Gut, ab hier raus. Hier war doch. In Ordnung. Survey System. Wenn du damit fertig bist, geh dann doch hier hin oder survey hier das System. So, was haben wir denn in diesen Welten hier? Was haben wir hier? Eine arktische Welt? Ja, da kann ich nicht viel machen. Hier war ja nichts. Hier ist ja auch nichts. Müssen wir alles noch gucken. Ja, also dann werde ich mich wohl expansionstechnisch, hier sind ja auch kaum Planeten, Sterne, wohl hier in die Richtung verschlagen müssen. Gut. Ich bin auch wenigstens nicht am Rand, sodass die Endkatastrophen mir nicht bedrohlich werden. Nee, das System will ich nicht. Ich will das System. Ja, ich weiß, ich habe das verstanden. Ah, oh, du bist schon hier. Naja, solange nichts Besonderes passiert, kann ich ja das mal ein bisschen beschleunigen. Oh, Scientist ist etwas besser geworden. Was hat er denn? Anomalien Research Speed. Oh, sehr schön. Den werde ich dann wohl offensichtlich nutzen dafür. Finde mal. Ey, ist das denn wohl hier der schlechteste Start, den man überhaupt haben kann? Nirgendwo in irgendeiner Weise ist oh, 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 Aliens, 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 Aliens. Interessant. So, bald, speichern, pausieren. So, also, hier wird ein neuer Typ hingebracht. Hier, kann ich denn hier schon was bauen? Ja, Hydroponics Farm. So, ja, Dingens reicht mir erstmal. Hier kann ja schon mal Mining Network gebaut werden. Das kann leider nicht mehr upgraded werden, das auch nicht. Und gut. Hier bauen wir doch das und hier werden wir dann schon mal für später queuen. Oder halt, nein, das war ein Fehler. Das hier braucht man wirklich nicht. Erstmal die Materialien behalten wir lieber. So, gucken wir das doch mal nach. Situation Log, Investigation. So, während das übrigens hier läuft, wird dann immer die Forschung in dem jeweiligen Gebiet pausiert. Wie hier so schön steht. Und in der Zeit kann man da nichts machen. Was haben wir denn hier? Noch eine kontinentale Welt. Nice. Liegt die denn auch noch in unseren Bordern? Ja, ist nicht notwendig, aber. System Survey complete. Hier noch schön weiter bauen. Du forschst hier schön. Untersuchst, ja. Da werde ich nicht holen, den werde ich kolonisieren. Construction Ship, du machst Special das. Project complete. Ah! Wir haben Spaceborn Lifeforms entdeckt. Wir werden jetzt Tyanki nennen. Aha. Okay, die fliegen von System zu System. Und zwar über Subspace. Und zwar fast so einfach wie wir selbst. Okay. Sie sind offensichtlich Gasvorkommenfresser.
Und sie sind relativ frei davon, Leute anzugreifen. Aha. Und, ist hier was? Nein, natürlich nicht. Das ist immer das Gleiche. Mining Station. Oh, ich muss jetzt einen Frontier Outpost machen. Nein, nein, dann nicht. Dann nicht. Nein, nein, nein. So, wenn du damit fertig bist, kannst du mal bitte das System. Und das System. System Survey complete. Construction complete. Schon ein bisschen traurig. Oh, und jetzt mein Wecker total im Ausrasten. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei der ersten Folge und hoffentlich haben wir in den nächsten Folgen etwas mehr Glück mit Minerals. Adios!